Willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Heute ein richtig cooler Tag. Und zwar veranstalte ich heute eine Babyparty. Ja, keine Sorge, nein, ich bin nicht schwanger. Aber da wir ja dieses Jahr wieder 6 Fohlen haben, was ja doch auch irgendwie meine Babys sind, habe ich mir gedacht, schmeiße ich dieses Jahr mal eine Babyparty und lade ein paar Leute ein, mache ein paar coole Sachen, es gibt lecker Essen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon riesig. Wir haben den ganzen Vormittag schon vorbereitet. Und die ersten Gäste sind dazu auch schon da. Und zwar die liebe Hella! Hallo! Ich freue mich einfach riesig, dass du da bist zur Babyparty. Dass ich hier so toll mit vorbereiten durfte, das freut mich auch sehr. Wir haben übrigens auch die ganzen Vorbereitungen in Hellas Video gedreht. Auf Hella und Toms Kanal findet ihr das. Ich packe euch das in die Infobox, dann seht ihr, was wir alles vorbereitet haben. Und ja, der liebe Tom ist natürlich auch da. Hallo! Wie immer. Und ja, jetzt erwarten wir dann die ersten Gäste. Es ist auf jeden Fall alles fertig, alles bereit, die Pferde bereit, der Hof bereit. Das Wetter spielt jetzt auch endlich mal mit. Es hat so geregnet und wir waren so, oh mein Gott, wie soll das werden mit der Party? Aber jetzt ist das Wetter wieder richtig schön geworden. Strahlender Sonnenschein. Yippie, yippie, yeah. Wann kommen denn die Gäste? Die Gäste kommen in den nächsten 5 Minuten, wenn sie pünktlich sind. Jetzt wird hier schon das erste Essen aufgedeckt. Selbstgemachte Nussecken. Hast du die gemacht? Nein, meine liebe Mutti hat die gemacht. Die sind hervorragend. Die habe ich mir gewünscht. Ich würde so gerne eine kosten. Gleich. Wir müssen auch auf die Gäste warten. Gedulde dich. Ich hätte auch schon gerne eine. Wehe, die Gäste sind nicht pünktlich. Und dann gibt es 2 Torten sogar. Einen Apfelkuchen, den hat meine Omi gemacht. Und eine Bibi und Tina Torte. Die hat Ella ausgesucht. Und wir haben jetzt diese BFF-Armbänder aus der Torte. Wie cool ist das? Julia, wir brauchen auch eine Torte zusammen. Hella? Eine Julia und Hella Torte. Wie witzig wäre das? Keine Bibi und Tina, wir brauchen eine Hella und Julia Torte. Ja. Der erste Gast ist da. Wirklich auf die Sekunde. Die liebe Micha, wo ist sie denn? Hallo. Hallo Micha. Oh, sie hat ein Geschenk dabei. Hallo, haben wir ein Geschenk dabei? Hi. Hi. Micha. Grüß dich. Das ist übrigens Hallo. Die Hella. Ich Hallo, bin Hella. Hi. Hi Tom. Ja, das ist Tom. Kamera Tom. Ja. Baby ist gar nicht so groß. Micha, mein Baby hat 500 Kilo. Mein Baby hat 500 Kilo. Wie viele Babys ergeben einen Kaltblutmammut? Ja, wow. Viele, da passen viele rein. Sehr, sehr viele. Deswegen gibt es ein Kaltblutgeschenk quasi. Ein Kaltblutgeschenk. Für alle Babys gemeinsam. Die liebe Micha hatte übrigens den Gedanken von der Babyparty. Sie meinte, warum machst du nicht mal für deine Fohlen eine Babyparty? Ja, den Gedanken habe ich nicht zu Ende gedacht. Schauen wir mal, was das jetzt wird. Schauen wir mal, was für Aufgabe ich mir noch überlegt habe. Aber ich muss sagen, es passt zu dir. It's a girl. Du kriegst ja so und so und so bloß Stutfohlen, gell? Nur Stutfohlen, das passt perfekt. Ja? Aber meine coolste Deko ist leider nicht gekommen. Ich bin unsterblich traurig. Ich habe so coole Sachen bestellt. Und mein E-Mail-Programm sagt auch, es kommt heute, aber leider erst zwischen 17 und 21 Uhr. Schauen wir mal, ob wir das noch sehen werden. Hella sitzt schon bereit zum Essen. Ich warte jetzt auf die anderen Gäste so, damit ich es mir direkt in den Mund schicke. Es gibt auch noch ein ganz besonderes Highlight. Und zwar eine Bibi und Tina Torte, die wir noch ein bisschen mit Einhörnchen und Karotten dekoriert haben. Schaut mal, das Pferd dann einfach so cool. Die Gäste brauchen noch ein bisschen. Die stehen nämlich leider im Stau. Wir starten und die anderen Gäste haben Hunger, die schon da sind. Okay. Die anderen Gäste haben Hunger. Nele und Eva sind auch dabei, die haben heute auch schon fleißig geholfen. Ja. Und haben sich die Verstärkung oder die Stärkung verdient? Sich die Stärkung wirklich mehr als verdient, würde ich sagen. Und jetzt starten wir mal. Das wird jetzt schön. Wow. Danke, Julia. Oh Gott. Lecker. Aber hey, es ist nicht mir passiert. Egal, das sieht wieder gut aus. Bleibt ja gut aus. Das ist mir runtergefallen. Jeder noch ein schönes Erdbeerchen für die schöne Deko und die Vitamine. Ja, im Apfelkuchen ist doch auch ein Apfel drin. Apfel und schau mal, Tom, du kriegst auch eine herrliche. Ui, total gesund. Ja? Und dann kriegt die Torte. Gesund. Und Nussecken mit Nüssen, Vitamine und. Warum hast du Nussecken? Das ist keine Ecke. Oh. Schlange. Nur Schlange. Guten Appetit. Dankeschön, dir auch, Tom.
Jetzt musst du mal den Kuchen probieren und sagen, wie der schmeckt von Oma Liberty Horses. Mhm. Das ist übrigens der Lieblingskuchen von Oma Liberty Horses für mich. Was sagt ihr? Sehr lecker. Und? Kann ja nichts Schlechtes sagen jetzt, ne? Aber richtig lecker. Richtig gut, sehr schön. Tatsächlich liebe ich den wirklich sehr. Dann lasse ich mir das jetzt auch mal schmecken. Und was sagt der kritischste von allen, der gute Tom? Der kritischste von allen. Also ich war der Letzte, der angefangen hat zu essen und der Erste, der fertig ist. Der muss scheinbar gut geschmeckt haben. Bist du zufrieden mit Oma Libertys Torte? Ja, sehr. Kuchen. Das freut also ich mich. Ich will den anderen Gästen, die noch fehlen, eigentlich nichts wegessen, aber ich glaube, ich hole mir noch ein zweites Stück. Das ist okay, würde ich sagen. Hier seht ihr jetzt hat Oma Liberty Horses. Sie hat den hervorragenden Kuchen gebacken. Oma? Ja, freut mich. Wir wollen uns herzlich bedanken. Wenn es schmeckt. Aber herrlich. Na, es ist, ein Apfelkuchen ist immer gut, ne? Ja, das stimmt. Ja, also, gut. Vielen lieben Dank. Ja. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ja. Sehr schön. Halten wir mal die hervorragende Bibi und Tina Torte an und das gute Pferd einmal durch. Und dann schauen wir mal, was sich da drinnen verbirgt. Vielleicht ist Bibi ja da drin. Wer weiß. Oder Amadeus. Ich dachte, es ist Amadeus hier drauf. Okay, du hast ihn einfach getötet. Du hast ihn getötet. Tot. Was ist los mit dir? Ja, welches willst du auch probieren? Natürlich der Apfelkuchen von deiner Oma. Aber der ist auch sehr gut. Vor allem, weil der innen noch so gefroren ist. Und vor allem, weil Hella den ausgesucht hat. Pass auf. Stimmt, ich habe den gefunden. Mhm. Ich kannte den nicht mal. Schmeckt gut. Echt gut. Die nächsten Gäste sind da. Eine Stunde später. Aber sie sind angekommen. Das ist doch alles, was zählt. Das ist noch keine Stunde. Hello. Das sind 2,5 Minuten. Hi. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Micha, Eva, Nele und Hella. Nehmt den Platz. Wir sind jetzt halt fast vollzählig. Tatsächlich fehlt noch die liebe Lea und die liebe Lena. Die liebe Lea war heute aber im Urlaub und die verspätet sich jetzt richtig, richtig krass. Wir wissen gar nicht, ob sie es überhaupt noch schaffen wird. Und Lena? Weiß keiner. Nein, man sie weiß hat es nicht. Mit ihrem Hund. Mit ihrem Hund. Nein, Lena hat ein Problem mit ihrem Hund, deshalb kann sie nicht kommen, weil sie keinen zum Aufpassen hat. Sehr, sehr schade. Ja, jetzt würde ich sagen, packen wir mal die Geschenke aus. Ja, sehr gerne. Oh, aus Hellas das Geschenk. Das ist nicht Hellas. Das ist schon kaputt. Gerade dein Geschenk angestellt und dachte, okay, aus Michas Geschenk kommt schon irgendwas raus. Und es fühlt sich sehr, 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 sehr spitz und scharf an. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, schaut euch mal das an. Ich habe hier auch noch Mini-Eisen, damit ihr mal einen Vergleich habt. Ich will jetzt sagen, dass meine Pferde groß sind, aber. Okay, das ist wirklich heftig, oder? Oh mein Gott, einfach 10-mal so ein Mini-Huf. Crazy. Das ist echt cool. Hufeisen bringen immer viel Glück. Oh, schaut mal! Wie? Einhorn-Zauberwasser. Pony-Baby-Booster. Wie geil, vielleicht, dass sie wachsen. Damit du sie gießen kannst, dass sie irgendwann mal gescheite Eisen bringen. Damit sie auch Mammuts werden. Okay. Für mich ist auch noch, für die Mutti. Nein, wie lustig ist das denn? Okay, dazu muss man auch was erzählen. Also, ja, ich bin absoluter Aperol-Liebhaber. Und ja, so habe ich jetzt mal eine Aperol-Karin-Shirt gekriegt. Man muss dazu sagen, ich habe mir sogar einen Aperol-Spritz tätowieren lassen. Von wem kommt das? Von Papa. Oh mein Gott, wie süß! Kannst du die voll gut waschen? Ich hatte das für meine Pferde immer für den Kopf und so. Das geht richtig gut. Oh Gott, schau mal, wie süß. Hallo, 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 hallo. Dann gibt es dazu noch einen Mähnenzauber Dusche plus Shampoo plus Pflegespray. Ich würde am liebsten Einhörner züchten. Das ist ja passend. Und das habe ich dir mitgebracht. Machtlücke. Damit du dich von dem ganzen Babystress ein bisschen erholen kannst. Oh, das ist doch toll. Ja, ich sag's euch, hier sechsfach Mutter zu sein, ist gar nicht so ohne hier. Wir halten einen gut auf Trab. Das ist sehr lieb. Vielen Dank.
Okay, es ist. Wow. Okay. Ist das eine Pferdegiraffe? Es ist tatsächlich lustig. Das sieht aus wie eine Giraffe, aber der Kopf ist eigentlich ein Pferd, oder? Mia! Mia, schnell, komm hier! Schnell! Oh, jetzt! Oh, ich glaube. Das Geschenk ist für einen anderen Gast hier heute. Die braucht ja auch immer gute Nerven mit dem Kleinen. Mia ist doch auch eigentlich ein Fund. Schau mal, Mia, ein Spieli! Die freut sich richtig über dein Geschenk. Nimm's, Mia, nimm's, nimm's! Vielleicht doch für die Fohlen. Die werden sich bestimmt teilen. Ja, um eine Party zu gebühren feiern, dachte ich mir, Konfetti und... Nee, nicht so... Das ist nicht der Sinn von dem Ding. Gib ihm Baby. Das machst du nämlich nur einmal auf und dann liegt alles. Ach so. Ach, das war das. Ach so, das ist so eine Bombe. Wie viel das hat man? Ja, ja. Erst einmal durchlesen, das funktioniert, bevor... Ja. Der Tom kann nicht. Das wäre jetzt geil gewesen. Ach so, das ist so, das mache ich. Ding und dann tschu. Probier's aus. Das steht bestimmt drauf, wie es funktioniert. Wirst du ja. Du musst das nach oben hin drehen. Ja, aber wie denn? So? Ja, nur nach oben. Nach oben. Was denn? Ihr habt mir das geschenkt. Nee, der Josef hat es dir geschenkt. Okay, seid ihr bereit? Nein. Okay. 3, 2, 1. Ich glaube, unten drehen, oder? Wo denn? Sind, nee. Wo ist denn oben? Oh ja. Yeah. Geh mal her. Vorsicht! Oh Gott! Und nicht die Mia! Es geht wirklich nicht. Hä? Oh mein Gott! Das ist ja geil. Nee. Durch ausholende Armbewegung. Okay, seid ihr bereit? Ja. Seid ihr bereit? Stell dich hin. Meine ausholende Armbewegung. Ich bin enttäuscht von meinem Geschenk. Krass. Das Gute ist, es ist wiederverwertbar. Jetzt kommt mein Geschenk. Ich habe es mit Liebe verpackt. Jetzt bin ich ja gespannt, was hier in diesem liebevoll verpackten Geschenk ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott, all in pink! Das hätte gleich zu meinem Pink-Video gepasst. Ist er. Pinke Mini-Protection. Wie süß ist das? Ich finde, müssen wir jetzt dann gleich testen. Können wir machen. Oh mein Gott. Das ist mit wunderschön. Und die Glocken sind fast schon zu groß. Oh mein Gott, das ist Lackleder. Ey, schau mal. Das ist crazy. Und das ist nicht mal richtig gut. Ey, schau mal, 3 Tage Fitnessstudio, ja, und dann passt es schon wieder mal an. Das ist krass, oder? Und ein Halfter, wie süß. In Rosa. Und das kannst du noch richtig klein stellen. Total süß. Vielen Dank für eure ganzen Geschenke. Es hat mich riesig gefreut und ich würde sagen, die Fohlen freuen sich auch sehr. Für die gibt es nachher auch noch eine große Überraschung übrigens. Aber jetzt halt machen wir erstmal weiter. Und ich glaube, ihr seid schon alle ganz gespannt. Wir machen jetzt das allererste Mal die Fohlenschau. Oh, hallo! Hallo! Oh, hier kommen die ganzen Babys. Ich kenne sie ja schon von gestern. Ja. Oh mein Gott, wie süß sind die. Die Nase so klein, ne? Und auch so flauschig. Oh Gott. Oh. Josef, wir gehen morgen doch eine Probe rein. Ich will jetzt einen Pony haben. Ja. Das ist viel einfacher, so ein Mini. Ihr seid so süß. Oh Gottes Willen, ich pack das gar nicht. Schau mal die Ohren an. Die sind so groß wie deine. Ja, fast. Oh, keine Maus. Leg dich gleich auf dich drauf. Die legen sich wirklich auf den Schoß drauf. Ja, die sind so zahm und so verkuschelt. Ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Du darfst auch noch fertig kuscheln. Okay. Und zwar habe ich hier Lose, wo von jedem Mini... Nein, also da steht zwar die Namen drauf, aber die bleiben bei mir. Aber ich leihe sie euch für heute. Und zwar machen wir dann noch eine Challenge zusammen. Ich mache eine Spritztour. Eine Spritztour? Ja, und ich würde sagen, ich erziehe jetzt mal schon mal das Erste. Ich darf das schon aufmachen. Ja, ihr könnt es auch schon aufmachen. Danke. So, du noch eins. Ich noch eins. Ja, jetzt haben wir halt natürlich noch eins übrig. Und ich würde sagen, Tom, ich muss auch mitmachen. Ja auch noch. Deshalb würde ich mir wünschen, dass du auch noch mitmachst. Okay. Und ja, jetzt schauen wir mal, wer wen gezogen hat. Bei mir steht Josef. Oh. Ich habe
Pia und Frozen. Wen hast du? Blackie und Rosi. Aha. Pandora und Bambi. Candy und Candy Crush. Oh. Echo und Tiffy. Vanilla und Berry. Oh. Aber sind Rosi nicht deine Hühner? Nein, das sind ja auch Rosi. Achso, Rosi. Das sind meine Hühner und Rosi ist unser Baby. Okay. Ja, und ich würde sagen, jeder darf sich jetzt mal seine Stute holen, dann machen wir die noch ein bisschen schön und dann geht's auch schon los. Hey Rosi, wir gehen gleich zusammen zur Challenge. Ich habe so ein Glück, ich habe Vanilla bekommen und ich muss sagen, es ist wirklich eins, weil... Wieso ist das gemeint? Vanilla ist der Champion. Ja, seht ihr? Ich habe den Champion bekommen. Ich liebe halt Vanilla, ich liebe auch ihre Farbe. Ich hätte auch gerne ein Chatty in ihrer Farbe. Vanilli. Junge. Sie hat ja keinen Bock auf mich. Sie hat keine Motivation heute auf das Spiel. Sie läuft einfach von mir weg. Hallo. Wir sind in einem Team. Wir müssen heute zusammen antreten. Ich freue mich voll. Wer ist dein Partner? Die oh, Partnerin. Coco. Die Coco. Und wo die Tiffy ist, weiß ich nicht. Hat sich versteckt. Tiffy. Und bei dir? Pandora und... Bambi. Bambi. Ich habe jetzt mal Hellas Hälfte hier und ich würde sagen, du kannst mal testen, ob das Vanilli passt. Yes. Schauen wir mal, würde ich sagen, oder? Oh, es trinkt gerade. Ja. Wie süß. Berry. Ich glaube, ihr könnt jetzt richtig gut passen und auch stehen. Oh, wie süß. Leute. So, jeder hat sein Pony gefunden. Und jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir sie mal alle schön. Putzen sie mal kurz. Dass sie dann auch bereit sind für unsere Challenge. Ich verrate noch nicht ganz, worum es geht. Also, zum Glück habe ich ein schwarzes Pony, weil das sieht schon sauber aus. Da sieht man den Dreck nicht so. Ich glaube, ich muss nicht putzen. Ich habe auch gar keine Hand frei. So, kommt ihr beiden. Ist voll praktisch, dass die Babys immer nebenher laufen. Patrick hat sich direkt 4 geschnappt. Doppelte Gewinnschuss. Erstmal die Bürste essen. Ja klar, ist wichtig. Was macht ihr hier? Den Putzkasten essen. Mh, lecker, lecker. So, es geht los, Leute. Nehmt mal eure Pferdchen mit. Wo ist mein Fohlen? Gehen wir mal in die Reithalle, würde ich sagen. Es geht zur ersten Challenge. Oh Gott, kommt Julia. Auf, checkt nicht. Sie kommt schon. Wer hat Zeit verloren? 4. Ich habe hier schon was aufgebaut für euch. Einen kleinen Parcours. Da steht noch eins draußen. Nein, Julia! Der Parcours steht auch schon weit nicht mehr. Ja, also wie ihr seht, habe ich ja schon einen Parcours aufgebaut, beziehungsweise zwei Parcours. Das heißt, es können immer zwei parallel starten. Es geht auf Zeit. Ziel ist es, ich werde das jetzt einmal demonstrieren. Also hier ist Start. Sobald man hier durch ist, beginnt die Zeit. So, dann. Einmal hier im Slalom gelaufen, dann einmal hier Sprung, Sprung und über das Hindernis und dann einmal hier herumgelaufen, so, herumgelaufen eine Runde und dann zurück. Zurück ist es egal, wie man läuft, Hauptsache so schnell es geht und wieder hier durch. Dann ist es so, solltet ihr ein Klönchen umwerfen, gibt es 2 Strafsekunden, ne? Solltet ihr es schaffen, dass euer Fohlen mit euch bis da nach hinten läuft, und nur einmal darum, also hinten rum, gibt es 5 Sekunden Abzug. Der mit der geringsten Zeit gewinnt natürlich. Links starten die Männer und rechts starten die Girls, würde ich sagen. Die nehmen hier die ganzen Parcours auseinander. Wow. Oh, schade, Hella. Das sind schon Minuspunkte. Das gibt Minuspunkte. Josef fängt an. Aber sein gegen Hella. 3, 2, 1, Start! Los! Dein Fohlen ist zurückgeblieben. Einmal ganz rum. Punktestand ist, Josef hatte 32 Sekunden, Hella 34. Bei Josef ist sogar noch das Fohlen mitgelaufen. Das heißt, ihm werden 5 Punkte abgezogen. Er hat somit 27 Sekunden und Hella 34 Sekunden. Schauen wir mal, wer das noch schlagen kann. Um Schmiss hatten beide keinen. So, seid ihr bereit? 3, 2, 1 und go! Go, go, go! Yes! Juhu!
sehr motiviert. Das war übrigens das Pferd, was heute schon mal den Parcours abgegangen ist. Also Patrick hat es 27 Sekunden. Sein Fohlen ist hinten noch mitgerannt, also wirklich krasse Sache, würde ich sagen. Somit hat er noch 22 Sekunden. Abwurf hatte er keinen, soweit ich das gesehen habe. Nein. Bei Micha waren es 28 Sekunden. Leider hat sie vergessen, hinten noch eine Runde zu drehen. Das gibt deshalb auch nochmal 3 Strafsekunden. Ja, das Fohlen war leider auch nicht dabei. Somit bleibt es bei ihr bei 31 Sekunden. Tom bescheißt hier etwas. Er trainiert schon mal. Das ist etwas. Oh mein Gott! Alter, hab ich voll getroffen, das Ding. Also, das war auf jeden Fall die Bestrafung für den Betrug. Auf die Plätze. Fertig. Los! Komm, komm, komm hier! Bei mir liegt das Video schon. Oh. Das zählt nicht. Oh ja! Verweigerung! Yeah! Yes! Nein, hallo, das ist Betrug, Julia! Nein, das darf man nicht! Also mein Pferd ist bei dir. Also Julia hat schon gerade eben ein bisschen betrogen, ne? Du hast das Baby angefasst. Ein bisschen. Aber ja, ja. War das nicht da? Einmal im Kreis. Achso. Und jetzt kommt und. Okay. Jetzt haben wir einmal die Julia mit 27 Sekunden. Und der Tom, schätzt du? 50. Richtig. Echt? Aber bei mir ist das Fohlen mitgelaufen. Gib nochmal 5 Sekunden Abzug. Also okay. 45. Ja, ja, reicht nicht ganz. Also ich bin verletzt. Ich konnte nicht so schnell laufen, ich wurde verletzt. Also das Training hat irgendwie nicht so viel gebracht. Nee. Auf dem letzten Platz unser guter Tom. Aber die Letzten werden auch irgendwann die Ersten sein. Ich war verletzt. Er war verletzt, das ist natürlich alles. So, kurz davor die liebe Hella. Woo! Davor die liebe Micha mit 31 Punkten. Wow! Auf Platz 2 Julia. Josef, beide zweiter Platz. Okay, mit wie vielen Sekunden? Mit 27 Sekunden. Und jetzt kommt's. Und gewonnen hat Patrick. Die Candy Gang. Die Candy Gang mit 22 Sekunden. Wirklich, wirklich krass. Woo. So, die Challenge ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War richtig cool. Hat es euch gefallen? Ja, das war super. Wir müssen ja den Kuchen wieder runterschwitzen ein bisschen. Es tat ein bisschen weh, aber... Das ist morgen wahrscheinlich noch andenken. Dann. Ja, wahrscheinlich. Das ist doch super, oder? Ja, jetzt knabbert der auch noch an mir. Ja, und jetzt würde ich sagen, weil wir uns so angestrengt haben, gibt es wieder mal einen kleinen Snack. Hella und ich haben hier auch noch eine Babytorte gebacken. Und extra eine Pferdetorte mit Möhrchen, Äpfeln, Haferflocken sind drinnen. Ja, ich würde sagen, sie ist gut geworden, aber sie ist tatsächlich noch nicht ganz ausgehärtet. Oh ja. Deshalb würde ich die tatsächlich jetzt heute noch nicht verfüttern und mal noch ein bisschen trocknen lassen und hoffen, dass sie gut wird, weil so weich und warm ist jetzt nicht so gut, die zu verfüttern. Aber ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, kriegt ihr jetzt von mir noch eine Hoftour. Und ich zeige euch mal, welche Tiere hier noch so leben, ja, oder? Sehr gerne. Ja, dann kommt mal mit. So, jetzt geht's als erstes mal zu den Kleinchen. Hier seht ihr schon mal die Kükis. Die Kükis sind frech und immer auf Touren. Die büchsen hier dauernd aus. Ja, und hier laufen dann auch schon unsere Kaninchen, Hühner, alles frei herum. Freilauf ist wichtig, deshalb haben die wirklich mehr als genug Platz. Schau mal, das ist Rosi. Schau mal, sie hat sogar ein Salatblatt im Mund. Ja, ich hätte schon was zugeworfen. Rosi ist sogar schon Filmstar und ist sogar schon auf dem ersten Kinoplakat drauf. Mein Gott. Sie traut sich gar nicht zu fressen. Sie hat mehr geschafft als wir. Von welchem Film? Rosi hat es geschafft, würde ich sagen. Welcher Film? Frankie Five Star. Hauptdarsteller Huhn. Warte, ich will ihr den Salat geben.
festhalten. Du musst ein bisschen wackeln, dass sie es sieht. Kann ich die streicheln? Ja. Das ist ein Film. Rosi ist ganz zahm. Wow. Was sagst du zu Rosi? Das ist aber crazy, ich habe noch nie so einen Hund so nah gesehen. Ja, also halt, was ist die schon, aber halt noch nicht so angefasst. Die ist voll weich. Mhm. Ich will sie auch anfassen, aber ich hab... Los? Oh, oh mein Gott, wie geil! Ja. Oh mein Gott, Rosi. Ich pack's nicht. Also ich will's auch mal. Rosi, unser ja. Filmstar. So, jetzt sind wir bei den Hähnchen. Josef hat noch ein bisschen Salat dabei. Du darfst ihn gerne reinwerfen. So, da freuen sie sich. Aufteilen, jeder. Ja. Jeder kriegt was. Das ist die Hauptrosi, ja. Das ist die Double-Rosi. Ach, kann man die auch anfassen? Ja, die sind beide zusammen. Also es sind beide fünf Filme quasi. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Heu und Stroh für die Meris. Und dann haben wir natürlich auch noch Gemüse. Haben die alle Namen, Julia? Natürlich haben die ganzen Meris Namen. Dann zählen wir auf. Das ist Marilyn Monroe, Claudia, Gray, Sternchen, Schwarznäschen, Sarah, das ist Fräulein Hummel. Das ist mein Lavendelmeerschweinchen. Ach, das hast du neue, gell? Haben die immer rote Augen? Nee, aber die hat pink Eyes. Das ist Dalmi und Dalmatinermeerschweinchen. Oh, meins! Das ist von mein Kastrat. Alles, was gepflegt ist. Ach so! Was ist da drauf? So zutraulich. Und nebenan wohnen die Kaninchen. Ich hab's gerade schon einen Großteil hier eingesperrt. Wir haben 6 Stück, 4 sind jetzt schon im Stall, die laufen uns nämlich komplett frei im ganzen Garten. Und jeden Abend, das ist wirklich ein Spaß, die zu fangen. Nee, Spaß. Abends gibt es immer ganz besondere Leckereien. Und dann kommen sie eigentlich wirklich von alleine in den Stall und sind da echt brav und haben wirklich sehr, sehr viel. Oh, da haben sich aber welche verlaufen, oder? Die müssen doch eigentlich rüber, oder? Warum hast du hier Meerschweinchen noch mit drin? Das ist mein Meerschweinchen-Männchen. Ach so, da drüben sind nur die Weibchen? Genau. Und hier ist mein Männchen mit 2 Frauen. So, das ist Duke, unser Zuchthengst. Mein bestes Showpferdchen. Er ist einfach ein Traum. Wir lieben ihn sehr. Und er ist Papa von 3 Babys dieses Jahr. Von Rosie, von Frozen und von Blackberry. Oh. Nächstes Jahr kommen auch wieder Babys von Princess und Smarty hoffentlich. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich würde sagen, jetzt wo ihr alles gesehen habt, ich hoffe es hat euch gefallen. Ja. Gibt's wirklich den Snack. Den Snack, den Snack. Das klingt nach einem guten Plan. Und ab für Roly Moly! Wow! Wow! Schau euch bitte an, wie lecker das aussieht! Schau! Ab für Rolling! Ab für Roly Moly! Und noch ein paar Snacks für meine liebsten Gäste hier. Meine Mutti und meine Oma waren auch sehr, sehr fleißig. Schaut mal, wie süß. Sehr lecker. So, jetzt habe ich tatsächlich noch eine letzte Abstimmung vorbereitet. Und zwar habt ihr jetzt alle Fohlen einmal hier gesehen und jetzt würde es mich mal interessieren, welches euch denn so am besten gefällt. Und ja, wir bewerten jetzt halt mal die Fohlen von Note 1 bis Note 6. Note 1 ist natürlich hervorragend und ja, Note 6 das schlechteste. Boah. Kann ich erstmal die 1 vergeben? Richtig fies. So, also ich würde sagen, wir starten mit Frozen. Klein Frozen ist das hier. Okay, ich würde sagen, du startest. Ich habe eine 2 gemacht mit einem Herz, das ist wie ein Plus. Ich habe eine glatte 2 gemacht. Ich habe auch eine 2. Die Note 1, ich möchte das haben. Ich habe auch die Note 2. Frozen hat somit 9 Punkte erhalten. Machen wir weiter mit Bambi. Diesmal würde ich sagen, startet mal Josef. Ich habe eine 2 Plus gegeben. Eine 3 Plus. Aber ich bin jetzt wieder Fuchs. Ich wieder die Note 2. Also ich habe hier eine 3 gegeben, nicht wegen dem Aussehen, sondern weil sie einfach meinen Freund getreten hat. Das geht gar nicht, das ist einfach eine 3. Also ich habe die 1 gegeben, weil sie ein bisschen spicy ist. Und ich muss sagen, ich fand das vorhin schon, das habe ich auch gesagt, weil sie so einfach aussieht wie ein kleines Großpferd. Somit hat Bambi 10 Punkte. Machen wir weiter mit Klein. Candy Crush. Hier habe ich die 1 Plus gegeben, weil Candy Crush hat mit mir heute einen Sieg geholt und ich finde sie einfach am schönsten, am süßesten und sie hat sich fast auf mich gelegt, also von daher die 1 Plus Bestnote. Also ich habe ihr die 1 Minus gegeben, weil ich finde sie ist ein super süßes Fohlen, auch ihre Farbe und so, aber ich habe noch einen anderen Favoriten. Candy Crush ist für mich auch die 1 mit Stern, einfach mein Lieblingsfohlen, ich liebe sie. Candy Crush hat die 1, weil das ist das erste Mini-Fohlen, das ich jemals gesehen habe. Bei mir gab es die 1 bis 2.
Schwierige Note. 1,5. Ich würde sagen, das ist absolut unschlagbar. 5,5 Punkte für Candy Crush. Jetzt machen wir weiter mit Blackberry. Blackberry bekommt von mir eine 2,5. Ich habe hier die 1 minus gegeben. Ich finde die mega süß, weil sie so klein ist und irgendwie so wuschelig. Ich habe Blackberry die 1 plus gegeben. Nicht nur, weil sie mit in meinem Team war, sondern weil sie einfach schwarz ist. Und schwarz ist meine absolute Lieblingsfarbe. Schaut euch Valentino an. Deshalb, ich musste einfach die 1 plus geben. Außerdem ist sie auch noch so. Da kommt sie auch. Schaulig. Und deshalb, ich finde die einfach zuckersüß. Musste es auf jeden Fall die 1 plus für sie sein. Die 2 plus, weil sie einfach so ein kleines, süßes Knuffeltier ist. Bei mir gab es die 1 minus, weil sie mir direkt ins Auge gestochen ist. Sie war auch die erste, die zu mir herkam und ich fand die einfach zum Knutschen deswegen. Nächstes Fohlen ist klein Rosie. Ist eine 3 plus. Mit der Begründung, ich habe irgendwie heute gar nichts von ihr mitbekommen. Ich finde sie zwar süß wie alle, sie sind alle süß, aber... Sie kriegt von mir eine 2 plus. Von mir gibt es die 2,5. Bei mir gibt es eine 3 plus. Mir ist halt Anni zu früh aufgefallen, aber es ist trotzdem goldig. Bei mir gab es eine 2 minus. Somit erhält Rosie 12,5 Punkte. Und jetzt als letztes Fohlen noch klein Tiffy von unserer Coco Chanel. Das ist Mamas absolute Lieblingsstute, schon aus unserer eigenen Zucht, sogar ihre Oma. Also vierte Generation eigene Zucht. Sie kriegt von mir die 1. Ich gebe die 2. Bei mir gibt es natürlich die 1, weil Tiffy mit der Scheckfarbe super schön ist und natürlich auch vorher mit mir im Team war und wir die zweitschnellsten waren. Von mir gibt es auch die 1. Von mir gibt es auch die 1. Sie ist für mich einfach perfekt. Tiffy erhält somit 6 Punkte und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal den Gesamtpunktestand an. Auf Platz 1, klein Candy Crush. Da steht sie. Sie ist somit das Siegerfohlen, das schönste Fohlen. Ey, können wir kurz festhalten, dass sie heute schon 2-mal gewonnen hat. Einmal mit mir im Slalom. Und jetzt hat sie noch den Schönheitswettbewerb gewonnen. Candy Crush ist so ein richtiger Siegertyp. Auf Platz 2. Tiffy, das Fohlen von Coco. Die schöne Fuchssteckstute. Auf Platz 3. Blackberry, unser schwarzes Fohlen. Oh, die ist so süß. Auf Platz 4. Frozen. Auf Platz 5. Ganz knapp dahinter Bambi. Und den 6. Platz hat Rosie gemacht. Auch ganz knapp, aber ja, ich würde sagen, alle Fohlen sind wirklich traumhaft, haben was Besonderes. Jetzt würde ich sagen, trinken wir alle noch einen Schluck. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Wir hatten super viel Spaß. Danke, ja, dass wir hier sind. Ja, sehr, sehr gerne. Ganz viel Fohlen kuscheln. Sie sind alle so süß. Ja. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns alle ganz bald das wieder. Hoffe ich auch. Und ich hoffe, die Zuschauer hatten Spaß beim Schauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Video. Macht's bis gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss. Ich bin Lea da. Ich bin noch kaum verspätet. Also man muss sagen, 19, 3, 4, 5, 6, 7 ist fast geschafft. 4 Stunden zu spät, aber sie ist hier. Sie hat bei uns schon gemeckert, ey, und es waren 58 Minuten. Lea, komm mal. Ja, wir haben jetzt halt schon fast alles gegessen, Lea. Aber nein, ich glaube, hab so Hunger. Ein paar Snacks finden wir noch. Nein, sagen wir schon was anderes. Nein. Es ist jetzt 9:30 Uhr, die Babyparty ist fast vorbei. Wir haben uns jetzt noch Pizza bestellt. Ja, und ratet mal, was jetzt angekommen ist. Die Deko. Wow. Ta-da-da-tam. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Nacht.